Es war eines Abends. Wir sind gegen 21 Uhr ins Bett gegangen. Mein Mann wollte noch einen Film gucken. Ich war zu müde, habe gesagt, guck alleine, ich gehe schlafen. So, und dann lag ich in meinem Bett, bin irgendwann eingeschlafen, war todmüde. Und ich weiß gar nicht, wann das war. Das war auf jeden Fall nach Mitternacht, kam mein Mann dann ins Bett. Ich war im Tiefschlaf, ich war schon weg. Aber ich habe ihn beobachtet, wie er aus dem Flur gelaufen ist, ins Schlafzimmer, sich umgezogen hat, Kopfhörer aufgesetzt hat, sich hingelegt hat und erstmal meditiert hat. Und ich habe das beobachtet und dachte mir, wieso spricht er mich nicht an? Weil normalerweise wird er ja sagen, Samad, wieso bist du nur noch wach? Der hat mich nicht angesprochen. Und dann dachte ich mir, ich frage ihn jetzt, warum sprichst du mich nicht an? Und das war dann der Moment, wo ich gemerkt habe, dass meine Augen zu sind und dass ich mit dem Rücken zu ihm schlafe. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich mich erschrocken habe. Ich hätte ihn nicht sehen können. Mein Gesicht war gegenüber der Wand und nicht zur Tür. Also ich hätte ihn im Flur nicht sehen sollen. Ich hätte ihn auch im Zimmer nicht sehen sollen. Und dazu waren noch meine Augen zu. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ey, also da habe ich gespürt, wir sind nicht unser Körper. Das, was ich immer in Büchern lese, wir sind nicht unser Körper. Weil während ich ihn beobachtet habe, dachte ich, ich bin ich. Ich bin auch ich, aber ich war nicht im Körper. Und das ist eine Erfahrung, ich habe das schon öfters gemacht, aber in verschiedenen Kontexten. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch sowas mal erlebt habt.